Hallo, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind hier im Hillary Depot, der zweite Zwischenpunkt auf dem Colonia Connection Highway. Und mir gucke jetzt mal, ob wir hier auch mit dem Buggy rumfahren können. Scheinbar funktioniert es. So, ich habe jetzt noch kein. Komme ich hier jemals wieder zurück? Hier muss ich in das Ding rinfahren. Hillary Depot. Das ist ja nice. Ja, das haben wir noch nie gemacht, ey, dass wir in so einer Station rumgefahren sind. Also in so einer, die noch aktiv ist. Das ist ja nur Hammer. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist doch cool, dass da. So. Ich würde sagen, wir cruisen einfach nur hier raus aus der Station. Eventuell finden wir in dem Krater hier etwas. Ich vermute nur, dass es hier rausgeht. Oder auch nicht. Schiffe. Wow. Oh. Was? Die wollen mich abschießen. So, ich finde hier zwar nie wieder ins Raumschiff, aber... Diese Richtung würde ich sagen, dort dem Planet entgegen. Ist hier zufällig was zum Aufsammeln in der Nähe? Wahrscheinlich ja nicht. Das sind jetzt eigentlich unser Raumschiff, dürft ihr eigentlich nicht wegfliegen jetzt, wenn wir auch immer weiter als 2 Kilometer weg sind, oder? Das ist so eigentlich gelandet. Also in einer Station. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, gut. Weil wir die Cobra da noch. Weil ich kann es einfach hier ein bisschen zu wilde Treiber an der Station angucken. Oh, wo man hier ist. Oh. Signale? Ne, das war nur das Raumschiff wahrscheinlich. Der Raumschiff hoch hat geflossen. Für das Signal. Das ist wirklich die Raumschiffe, wo man da so grob. Das müssen die Rajasen, die Raumschiffe. Das ist Signal so ein bisschen mit den Punktewanderer. Sonst ist hier scheinbar nichts, was schade ist. Ne, 3 Kilometer, gut, das Raumschiff bleibt dann definitiv da. Auf den Beichruf, oh, hab ich ehrlich gesagt Käse gelöscht. Und dann machen wir mal ein Experiment und wir gucken mal, wie wir überhaupt wieder zu unserem Schiff zurückkommen. Ob wir es finden.
mal interessieren, ob ich gleich den Eingang finde. Ja, das hatte man auch in der Bubble noch nie gemacht. Also, wir mal gelandet sind auf der Station, einfach mal ausloggen und Buggy rauskramen. Da müssen wir bis zum Hühnerredepot fliegen, um das eh schon mal auszuprobieren. Richtung fahre an den riesen Turm hier. Das sieht aber schon geil aus, der Himmel vor allem. Das ist ganz beleuchtet, oder cool, mal damit er die Nachricht, dass man hinterher noch rumhungern soll. Dolphin, ne? Wo er gerade aufgesetzt hat. Fühlt man sich fast wie in Hamburg am Hafen. So, gucken wir mal. Finde. Was sind da? Oh, Verteidigungsgeschütze. Uiuiui. Ich hoffe, der die Ziele nicht auf unser Buggy. Nicht schießen. Boah, das ist ein Killpick oder was ist das? Die startet wieder. Geil. Geil. So, eine Dolphin. Irgendwie geil mit den beleuchteten Türme hier irgendwie. Wahrscheinlich, oder? Wie komme ich zu dem Ding? Kann ich hier wieder... Oh? Wie? Wo? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich sehe das Schiff, aber ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr, wie ich gefahren bin. Wahrscheinlich müssen wir hier, müssen wir hier auf der falschen Seite, müssen wir hier außen rum. Ne, ah, wir sind in der Tor, das sind immer noch
300 Meter, okay. Interessant. Dr. Truff oder? Ach cool, ah hier, komm, hier ist jetzt Ruf. Ist es das? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ah, cool. Okay, okay, okay. Das hat immer Arnone probiert. So, wunderbar. Dann können wir ja direkt mal gucken. So, wo soll es denn hingehen? Jetzt haben wir, fressen sie erstmal ein paar Meter. Das sollte man. Könnte man eventuell. Gucken wir mal, wir sind hier. So, mal hier mal rein, gehen wir mal ein bisschen nach oben, so holen wir uns einfach mal den Stern raus. Denne. Machen wir hier mal Lesezeichen drauf und einfach mal diese Richtung. Das ist, glaube ich, der Anfang. Irgendwohin müssen wir hier. So, sieht auch ganz gut aus. So, dass man direkt mit dem Überraumsprung weg könne. Jo, wunderbar. So, auf geht's. Tschüss, Hillary Depot. Gucken wir mal, dass wir irgendwie so einen Bogen fliehen auf die nächste Station. Gucken wir mal gleich mal, wie die heißt. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen von der Station entfernen und so zwei, drei Sprünge. Und dann werde ich ein bisschen nochmal auf wirtschaftliche Route fliehen. Eventuell finden wir ja schon was. Entdeckt. Ich gucke trotzdem mal rein. Die nächste Station wäre dann das Amundsen Terminal. Sehr schön. So, was haben wir hier? Och, guck mal hier. Sind so hier zwei erdähnliche Wälder oder ist das nur im Wasser? Planet. Also hier das System, das könnte man uns mal angucken. Ich scanne das mal. Ist doch schon alles entdeckt, aber es ist doch ein recht interessantes System. Hochwertige Metalle hätte man hier. Hier auch. Das ist eine Wasserwelt. Zwei Wasserwälder. Mit Mond. Na, es sind nur zwei Wasserwelten.
Das sind 3? Wow. Hochwertige Metalle. Drei Wasserwälder hat sie ja. Auch nicht schlecht. Das ist dann wahrscheinlich hier, hier und hier. Okay. Leider alles schon entdeckt. Da mag ich dann nicht wirklich. Könnte man natürlich jetzt noch mitnehmen, es würde auch gutes Geld geben, aber oh. Ja, machen wir lieber noch ein paar Kilometer. Beziehungsweise Lichtjahre. Missions Mode 2 Sonne und sonst nichts. Zum Gag gucken wir mal, ob die schon entdeckt ist. Wahrscheinlich. Ja. Ein brauner Zwerg, nächstes Ziel. Der ist wahrscheinlich unentdeckt. Freiwillig, keine Ahnung. Ja, nicht unbedingt. Könnte eventuell schon so als Durchreise entdeckt sein. Sprich, dann wäre nur der Stern entdeckt und wenn er Planete hat, nicht. Das könnte auch sein. Jetzt aber nur 3 Sonnen. Ah, der Leifol hat den Stern schon entdeckt, aber die noch nicht. Gut, das war dann wahrscheinlich vor dem neuen Update, da ist er nicht an die Sterne rangeflogen bei diesem Scanner. Kann ich verstehen. Oder Zwerg. Gut, können wir nochmal tanken. Gespannt, wenn man nur an Stern komme, der nicht entdeckt ist. Oh, das ist diese Route zu dem zwischen den Stationen schon wirklich in einer guten Breite erforscht, kann man nicht vorstellen. Oh, ich wollte Tanke. Ja, gut. Nehmen wir den nächsten. 8 Himmelskörper, okay. Spiderhead, UGC, mhm. Der hat zumindest schon mal die Sonne entdeckt, aber die Planeten noch nicht. Was machen wir dann? Nur Eishimmelskörper, aber boah, steht noch kein Name dran. Das nehme ich doch gerne auf mich. Jo. Hier ist nur ein Landbauer. Was haben wir hier? 2700, kein Vulkanismus. Wie sieht der aus? Ja. Okay, dann der Durchsprung machen wir noch, würde ich sagen. Noch ein roter Zwerg. Man könnte auch ganz fies sein, könnte die rote Zwerge ausstellen.
Ach, kann man alles noch machen. Wie gesagt, hat mir noch einen ganz, ganz weiter Weg vor uns. Aber wenn man zu deinem Nebel komme, dann ist halt A, wahrscheinlich schon alles erforscht. Also da mache ich mal keine Hoffnung. Das ist so unwahrscheinlich, dass wir auf dem Nebel, auf dem Weg vom Colonia Connection Highway vorbeikommen, an dem noch gar niemand war. Das ist ganz unwahrscheinlich. Die Weiß war schon hier. Der Roter Zwerg. Na komm, dort tanken wir jetzt aber. Ah ja, man kann schon gut ein paar Meter machen. Noch 6 Sprünge. In 6 Sprünge hätte man schon wieder 700 Dichte oder was es dann war. Das geht richtig ratzfatz, wenn man mal so eine große Reichweite hat. Ist nicht schlecht. Oh, das da scheint mal aber ein jungfräuliches System zu sein. Weil du hast ja schon alles auf dem Scanner aufgetaucht, nachdem man gehongt hatte. Kann ich da bitte ein bisschen näher ran? Ein großer Field Scoop dabei. So, das rauscht doch rein. Das ist doch schön. So, das ist mal gleich schon wieder voll. Das ist einfach nur geil. Wenn sich die vielen Millionen von den Fuel Scoop, dann ist es überall wirklich gelohnt. Das ist. Das geht ratzfatz. So, dann würde ich sagen, das da nehmen wir noch mit. Ich erwarte jetzt nichts Besonderes. Okay, das ist viel Eis, klar, aber so wie es der Anschein hat, war hier noch gar keiner. Wenn hier noch gar keiner war, besteht die Chance, dass wir schon so ein bisschen im Gebiet sind, wo das so weitergehen könnte. Das heißt, ich werde nach der Dorffolge halt natürlich weiterspringen, aber dann wieder wirtschaftlich mal gucken, ob das irgendwie passt. Wow. Da bin ich mal nur gespannt, wenn wir das System angucken. Also um die anderen Sterne ist nur Grümpels. Was? Ach, das ist ein Asteroide-Cluster. Okay. Na komm, decken wir das mal da noch auf. Das ist ein seltsames System. Okay, jungfräulich. Cool. M-Stern, M-Stern. Spektralklasse L. Wenig Sauerstoff, wenig Wasserstoff. Und noch, Zwerg. Ja, recht groß. 300.000 Lichtsekunde. Ja, nichts wesentlich Kleines dabei. Okay, gut, also mindestens. Hier war noch keiner. Finde ich gut. Dann. Ja, machen wir hier am besten kleiner Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin dann. Bye bye.